Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Ein 60-jähriger Autofahrer wurde heute Morgen bei einem Unfall auf der Bundesstraße 4 bei Jelmsdorf schwer verletzt. Der Mann wollte einen Rübenlaster samt Anhänger überholen, übersah aber den Gegenverkehr und musste kurz vor der Zugmaschine wieder einscheren. Hierbei streifte der PKW die Zugmaschine und wurde gegen einen Baum geschleudert. Am VW entstand Totalschaden, die Zugmaschine wurde ebenfalls beschädigt. Der 48-jährige Fahrer des Rübenlasters blieb unverletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 23.000 Euro. Was ist los bei der Bundeswehr? Hubschrauber und Fahrzeuge bleiben am Boden, weil Ersatzteile fehlen und lange bestellte Maschinen lassen auf sich warten. Mit Henning Otte, dem Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Celle-Uelzen und verteidigungspolitischen Sprecher der CDU, sprach AZ-Redakteur Gerhard Sternitzke über das Ausmaß der technischen Probleme bei der Bundeswehr und darüber, was nun passieren muss. Das Interview steht morgen in der AZ. Lautstark haben sich etwa 200 Mitarbeiter des Uelzener Helios-Klinikums vor mehr als zwei Wochen nach einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi für eine gewinnorientierte Beteiligung am Krankenhauskonzern stark gemacht, wir berichteten. In einer weiteren Verhandlungsrunde am Montag haben die Verhandlungsparteien laut Helios nun die am 15. September 2014 vorgelegten Angebote in konstruktiver Diskussion beraten und konkretisiert. Weitere Details morgen. Zum Schluss der Sendung wie immer ein Blick auf das Wetter. Feuchtmilde Luft und ein schwacher Westwind lassen zum Start in den Oktober zunächst Morgendunst, Nebel und Hochnebel wabern. Das sagt unser AZ-Wettermann Zaki voraus. Ab Mittag mischen zunehmend Quellwolken, aber auch sonnige Abschnitte mit. Das Gute, die Maximaltemperaturen liegen im Kreis Uelzen bei 20 Grad. Regen ist kein Thema und nachts sind die Minima von 13 Grad auch eher mild. Das war AZTV für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich auch morgen wieder.